So. Mal. Ich klatsche jetzt erstmal, glaube ich, mal hier hin erstmal hin. Baumwollplantage. Eine Fruchtbarkeit. Sowas hatten wir hier noch nie. Ah, ich kann das noch gar nicht. Okay, ich kann das gar nicht hinklatschen. Ah, okay, gut. Nee, dann. 1, 2, 3. Du bist schon vorbei. Warum war es denn? Nee, das wollte ich nicht. Ah, wir müssen Segel dann noch rüber transportieren. Wäre nicht verkehrt. Also brauchen wir dann auf jeden Fall. Dass wir ein Schiff dann haben. Und dann gegebenenfalls auch dann hier zu handeln. Außer, warte mal, wir können doch bestimmt. Wir können tagsüber Frau Holle. Bei Nacht verschwinden. Auch nicht. Aha. Wir müssen flink sein, aufbruchbereit, jeder. Sehr schön. Alles bereit. Was haben wir hier? Zucker, Kakao, Zuckerrohr. Hoffen wir mal, kostet ja so gut wie gar nichts. Sind unterwegs. So. Gehen wir nochmal hier zurück. Wie es hier aussieht. Sehr gut. Huch, na komm. Sehr schön. Ah, Stahl fehlt uns, okay. Neue Befehle, Admiral. Nun. Die alte Dame ist Verlass.
So sieht's aus. Huch. Ei, ei. Menge ändern. So. Kann ich eigentlich... Funktioniert. Jetzt mal gesagt, wir brauchen einmal hier Segel. Können wir eigentlich das hier raushauen? Beziehungsweise passiert ja erst mit der nächsten Runde. Gehen wir hier fix halt. Hauen wir das mal ganz kurz hier raus und dann können wir einkaufen. Stahl. So, pass auf. Und mal die hier rüber. Und bevor man sich beschwert, dann lege ich das hier ab. Dann passt es auch wieder. Würste bekommen wir wieder 4, Schwein. Okay. Judas. Uhr 30. 10.30 Uhr, Hammer. Wie lange will der noch auf See sein? 39 Tage schon, krass. Er muss doch irgendwann mal das finden. Was benötigt wird. So, und wieder zurück mit dir. Von Meer. Vom Meer. Oh ja, das Meer. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. 7.000 plus. Das passt auch.
Uns geht das Material aus. Mut fehlt denen, ne? Ja, wir brauchen mehr, die hier Mehl herstellen. Eine Mühle. Machen wir einfach hier nochmal zwei Stück vielleicht mit hin. Sollte das da hoffentlich auch besser werden. Ja, es werden 6 schon produziert, 5 werden blühlich, das passt. Jetzt hat zumindest. Jetzt zu mir in die Post. Ah, lieb. Ah, warte mal, was wir mal ganz kurz. Schauen können. Und einmal ein paar Kanonen weghauen auf jeden Fall. Eisen. Können wir schon weghauen. Verdienen wir ein bisschen was. So. ...8000 plus, geil. Ich bin jetzt mal so frech. Und klatsch hier einfach nochmal ein paar hin, ne? Ein paar Kanonen. Und dann sind wir definitiv mit der Verteidigung im Plus. Also dann. Dass uns da dann mal jemand attackiert, das ist, ich würde fast sagen, sehr, sehr unwahrscheinlich dann. Also zumindest uns besiegt. Was sehr, sehr gut ist. Ah, ich sehe gerade, ist da. Ah, okay, das ist das von vorhin gewesen. Okay. Setz die Segel. Ja, wir können eigentlich mal ganz kurz
grübele den lieben langen Tag hindurch. Ja, kann man ein paar Sachen mal einkaufen. Die wir hier vielleicht nicht haben. Oder nicht genügend haben. Was passt soweit? Die sind happy. Dieser Ort ist voller Energie. Ja, voller Energie. Obrero. Steinstraßen, Pflasterstein. Fleisch, Mais. Boxkampfarena. Kaffee. Goldmine. Okidoki. Hast 9000 plus gemacht. Sehr gut. Nun, haben Sie jemals einen... Ich biete Ihnen wie immer meine... Auf die alte Dame. So, ich brauche mal eine kleine... Einfach nur, weil ich da ein bisschen Lust drauf habe. Eine Schiffsarmee. Und baue mir eine, um die Piraten noch ein bisschen zu anzugreifen und zu attackieren. Ein bisschen Spaß muss sein. Bestimmt lustig. Ich muss auf jeden Fall später noch ein paar beschneiden. Sehr gut, das Ganze läuft. Krass, 60 Holz brauchen wir dafür. Auf Ihren Befehl. Setz die Segel. So, perfekt. Das soll einfach in die andere Region. Gesendet werden. Was aus mit Diplomatie? Oh, ist es üblich, ein Gegengeschenk zu machen? Ja,
Ich habe dir 1300 geschenkt, du schenkst mir bitte 30.000. Alles andere wäre nicht fair. Na, nur damit wir mal Tacheles drüber gesprochen haben. So nicht anders. So, Schiffchen, beeil dich mal ein bisschen. Angst vor dem Licht. Dieser Mann ist schwer krank. Mehrere Matrosen klopfen an der Tür zur Kabine des Schiffsarztes. Sie tragen einen fiebrigen Freund herein, der in einem wachen Augenblick etwas von brennender Helligkeit murmelt und die Augen schließt, um sie vor der Dämmerlicht unter Deck zu schützen. Die Untersuchung des Arztes konnte mehr Symptome enthüllen, aber sollte der höhere Patient nicht stattdessen gesondert werden? Symptome des Mannes sprechen für sich, der Hals des Mannes ist steif, seine Atmung unregelmäßig und die Wangen sind paralysiert, während der Arzt vom Rest der Besatzung die Details der Meningitis erklärt, bebt der Patient plötzlich unter einem Anfall von solcher Stärke, dass er sein ganzer Körper nach oben durchbiegt und eine Paralyse erstarrt. Er schreit den Namen des Arztes, bevor er erschlafft und tot liegen bleibt. Keine Weisheit außer der Stimme der Wissenschaft. Die Anschuldigung war der Flehen eines kranken Narren. Der Arzt weiß, was eine Meningitis mit dem Verstand eines Opfers da anstellen kann. Und seine ausführliche Schilderung des Symptoms überzeugt die Mannschaft von der Unschuld des Arztes und seinem umfangreichen Wissen. Es steht ihm frei, alle Männer an Bord zu untersuchen, um herauszufinden, wer noch Symptome aufweist. Die Krankheit werden umgehend isoliert und im nächsten Hafen von Bord gebracht. Die Expedition bleibt unbeeinträchtigt. So will ich's hören. So nicht anders. So, bauen wir mal zwei Linienschiffe. Okay, da brauchen wir Ingenieure dafür. Bereit für den Einsatz. Warte mal, das reiße ich mal ab. Weil das brauchen wir eigentlich nicht. Wäre es gewesen, die können wir ja gar nicht. Nur die können wir ja gar nicht platzieren oder bauen. Kauft man rum halt eben. Besser als nix. Ruder übernehmen. Hast du irgendwelche Schiffe da draußen gesichtet von La Corona? Wir
Hier filzen alle Besucher. Eine Lebensnotwendigkeit. Bereit für den Einsatz. Was ja zum Glück Leben, welches wir eh on top haben. Wir es die ganze Zeit geliefert bekommen. Kehre dem Kampf nicht den Rücken. Ja. Stress mich nicht, junge Dame. Die stressen es mich nicht, gell? Die Bauzeit eigentlich. Alter, das ist lang. Die Minuten 25. Also, keine Ahnung, wie viel? 13, 14 Minuten. Normale Bauzeit. Eieieiei. Wir brauchen echt lang, das ist schon krass. Hat er wieder mittlerweile irgendwas? $31,000 teuer. Teuer. Aber nun gut, was willst du machen, ne? Holz, das ist klar minus. Ziegelstein ist auch klar minus. Weizen, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Was wir mal machen können, da. Um mal eine Mühle zu bauen. Nur damit wir es so ein bisschen ausgleichen. Mal zwar auf 0, das passt zwar auch alles. Wir haben auch genügend Seife, aber. Also bei Schwein und bei Brot haben wir genügend Brot. Aber wir haben halt so viel Weizen, was wir verarbeiten könnten, weil wir das einen Überschuss generieren.
ist halt einfach besser. Wer es noch nicht getan hat, gerne ein Follow da lassen, würde mich sehr, sehr freuen. Wer nichts verpassen will. Gerne ein Follow da lassen. Und schaut auch gerne auf YouTube vorbei. Heiße ich wie hier auf Twitch Ragosch. Das werden alle Streams quasi als LP-Folgen, Let's Play-Folgen hochgeladen. Denke ich gerade zwar ein bisschen hinterher wegen den Feiertagen, aber nach dem Stream hocke ich mich wieder ein bisschen hin und arbeite noch ein bisschen dran. Dass, wenn ihr irgendwas verpassen solltet, kann man es immer bei YouTube nachschauen. So. Ich denke fast, dass wir morgen wahrscheinlich erst die Piraten ein bisschen attackieren. Und platt machen. Oh, morgen eine richtige Fregattenarmee. Mit ganz vielen Linienschiffen gehen rüber und belagern die Piraten. Dann vernichten wir die und dann gehen wir rüber ins Neue, in die neue Welt und machen genau dasselbe. Ich wusste, dass diese Crew sie nicht hängen lässt. Was? Geschafft? Yes! Nach wochenlangen Irrungen und Wirrungen kehrt die Expedition unversehrt zurück. Also unversehrt ist was anderes, aber sie sind zurückgekehrt. Sie haben ein leuchtendes Artefakt gefunden. Die Mannschaft dringt auf den Erfolg ihrer archäologischen Expedition. Mögen wir nun besser verstehen, was es heißt, Mensch zu sein. Die Kunst der Medizin. Attraktivität plus 30. Heilkunst, Glaube 15. Sehr schön. Nice. War die Uni gewesen? Mal ganz kurz schauen, wo war denn die? Hier, ne? Ja. Hier ist das Museum. Okay, aber wo sind jetzt die...
Ah, nee. Okay, sie sind auf jeden Fall schon mal in Ditchwater. In Ditchwater